Moin moin und herzlich willkommen zur 232. Folge The British Forces. Ja, wir spielen mal wieder Wehrmacht, wir spielen im 4v4 und zwar zusammen mit zwei OKWlern und einem Wehrmachtspieler. Und zwar Crystallisia wäre der eine Wehrmachtspieler und Loach wäre der eine OKWler. Dann haben wir noch dabei MTRQ Alexander the Great Fox. Und ja, wir wollen jetzt erstmal gucken, dass wir hier so weit wie möglich den ganzen Shit eingenommen bekommen. Und naja, jetzt kommen wir erstmal auf die Gegner zu sprechen. Wir haben hier einmal Brite Crack, dann haben wir Sowjets Da Pipa und zweimal USA Stud Muffin und Randy Jim. Ja, und da wir hier eigentlich eine relativ gute... Ja, ich sag mal, Arti-Map haben. Werden wir, glaube ich, auch die Sturmdoktrin nehmen. Und dann mal gucken. Aikaporure. Auch nicht schlecht. So, zweiten MG-Trupp abwarten. Da ist er. Der Trupp geht dann schön hier durch. Und dann bin ich jetzt gerade am Überlegen, ob wir uns hier jetzt irgendwas gönnen. Ich glaube, wir gönnen uns hier wirklich was. Nämlich ein Stacheldraht. Da sind auch schon Spackos. Okay. Dann geh einmal hier hin. So. Während das sich hier einmal hinbunkert. Und dann gucken wir mal. Na? Sollte das aber eigentlich noch für uns locker klar gehen. Ist soweit nix. Doch. Ei, 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 ei. Hier ist sogar eine ganze Menge. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da müssen wir sogar direkt zurückziehen. Das sind einfach zu viele. Too much. Na. Kann auch das MG direkt sogar mit weg. Das bringt nix. Kassieren wir nur sinnlos. Okay. Na gut, aber dafür sind wir hier immer noch am Basteln. Was gar nicht so schlecht ist. So. Einen Trupp möchte ich danach noch haben. Bei... Nope. Möchte ich gar nicht. Wir haben doch schon unseren Trupp. Mhm. Mal schön in eure Deckung hier rein. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Mhm, genau. Ja, ja, du denkst, du kannst uns hier einfach wegfokussen. Dann hast du dich aber leider geschnitten. Super. Da haben wir einen auf jeden Fall direkt festgenagelt. Guck mal, und der weiß jetzt gerade nicht, was er machen soll. So. Hier geht man ein bisschen weiter. Ja, diesmal können sie uns so nicht arschen. Weil sie scheinbar ja hier rumpimmeln. Machen wir mal Waffen und Tarnung direkt danach. So. Ja. Ich wollte gerade sagen. Müsstet ihr doch eigentlich sehen können. Okay, da ist nix. Das ist gut. Hallo? Siehst schon wieder nicht. Naps. Naps, naps. Da sind die durchgehuscht. Da sind die echt durchgehuscht. War aber schon zu erwarten, dass das passieren kann. Muss man ja mal sagen, ne? So. Die haben das. Schnell weiter. Hier müssten wir eigentlich nochmal einen Bunker. Kommen wir gar nicht. Wie ist denn der da genau durch? Hier, ne? Wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich. Ah, toll. Hier kann man gar nicht richtig zumachen. Muss ich mein Jutsu machen. Okay. Nicht gut.
Nicht wirklich aufgepasst. Muss man mal sagen, wie es ist. Das ist doof. Na ja, gut, aber solange die das da einnehmen, was sie wollen, ist das ja super. Der ist schon zugemacht. Sieht ganz danach aus. Trotzdem könnt ihr mal hier, soweit es geht, ein Minenfeld setzen. Wenn es denn geht. Also ich würde schon gerne so, dass ihr so viel wie möglich nutzt. Da. Da. Perfekt. Was? Ernsthaft? Das gibt's doch nicht. Schon wieder direkt erwischt. Am Rumlaufen. Naja. Egal, 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 egal. Das kriegen wir alles schon irgendwie geschissen hier. Mal irgendwann noch mal einen Bunker holen. Mit dem wir dann Dingsen heilen. Das sieht doch sehr gut aus, was die hier treiben. Hier müssen wir uns nur noch mal irgendwie ein bisschen durchsetzen. Das passt mir hier alles noch nicht so recht. Da muss auch noch geheilt werden. Bum, 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 bum. So. Und ich glaube... Ich glaube, den werden wir mal hier so stehen lassen. Solange wir dann auch in Deckung sind, kriegen wir dann eh nicht so schnell auf die Nase. Mal gucken wir mal. Gucken wir mal. Scheint da gar nichts mehr zu sein. Ja, von wegen. Von wegen. Na gut. Noch Platz haben wir hier auf jeden Fall. Ah, haben wir beide unter Druck gekriegt. Der Drecksack. Okay. So viel zum Thema einnehmen. Na gut. Gehen wir jetzt mal langsam in die nächste T-Stufe. Okay, ein Stuart. Zum Glück ist der hier rum. Nichts, was uns wirklich zu jucken hat. Und dann mal Brandmuni. Vielleicht kriegen sie den dann mal ein bisschen schneller raus. Na komm, wir verziehen uns nochmal. Na toll. Sehen wir nichts mehr. Na gut. Bauen wir jetzt trotzdem schon mal unseren Heilbunker, dass wir ihn schon mal haben. Macht hinne, Leute. Schneller. So, Panzer grennen. Zaggi, die Zaggi, die Zack. Halt. Ihr solltet dahin. Das heißt aber eigentlich, bräuchten wir auch nochmal Dingens, ha? Huh? Ein bisschen Munition. Wenn ich mir das hier so überlege. Ja, wobei, jetzt wollen wir erstmal gucken, dass wir hier über die Flanke nochmal ein bisschen nerven. So. Jetzt kriegen wir sogar ein bisschen Unterstützung auf der Seite. Hanso Grants. So, die sind quasi soweit. Und da haben wir schon mal die Brandladen. So. Na, da ist er. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Da war nichts mehr mit reagieren. Ja, komm schon. Den Granaten. Au. Au. Ja, reicht leider nicht. Gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, ey. So ein Glücksschwein. Na gut. Gehen wir mal eben hier durch. So.
sind sie verstärkt in der Mitte und hier zugange. Pioniere zu allem bereit. Nun gut. Nicht aufgeben. Das ist scheiße. Aufgeben ist scheiße. Grenadiere bereit. Ich meine, das ist ja schon richtig, dass ihr hier gerade am Verlieren seid. Aber, ne? Genau. Nicht aufgeben. So, jetzt brauchen wir Moon. Da kommt was. Ja, die interessieren uns aber gerade gar nicht. Gehen mal hier jetzt hin. Ich wette, da ist wieder irgendwie eine Bombe oder irgendwas in der Richtung. So. Okay. Ist sogar was. Na gut. Schade. Schade, schade, schade. Nicht aufgeben. Das gibt's nicht. Okay. Ja, was soll man da sagen? Sagen denn die Levels? War jetzt eigentlich nicht so unfair. Naja. Da gucken wir uns dann aber trotzdem mal die Punktekarte an. Na komm. Zeige dich, zeige dich. Irgendwann dann mal. Da. Ja, das war ja gar nichts. 11:12. Okay. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Naja. Nun gut. Dann würde ich einfach sagen, wenn ihr das sehen solltet, dann wird das auf jeden Fall eher irgendwie drangehängt oder so. Aber sonst, ja, oder vielleicht davor. Schauen wir mal. Werdet ihr schon merken. Moin moin und willkommen zur 232. Folge The British Forces. Ja, wir spielen Wehrmacht, wir spielen 3v3 und wir spielen mit Thompson und Loach zusammen. Beide als OKW. Spielen gegen dreimal USA, Dingleberry Dangles gegen Barriths, irgendwie lag das hier gerade ganz merkwürdig, und gegen ZA4. Und wir spielen auf jeden Fall die Sturmdoktrin. Habt ihr im Moment so ein kleines bisschen lieben gelernt? Und wenn ich mir überlege, dass wir jetzt hier momentan der einzige Wehrmachtspieler sind, würde ich auch einfach mal sagen, dass wir zusehen, dass wir erstmal MGs auf beiden Flanken hinkriegen. Einmal hier. Ja, falls das nicht geht. Und das andere, das schicken wir dann mal da so hin. Ja, und dann dauert es ein kleines Weilchen. Dann wollen wir dann mit normalen Trüppchen weitermachen. So. Ja, schauen wir mal, ne? Was das jetzt hier wird. Ah, da ist unser MG. Ein MG-Trupp erwartet Befehle. So. Und jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall erstmal noch einen normalen Troop. Dass wir damit schön auf die Nase geben können. So hoffentlich. Oh, im Moment ist nicht viel zu tun. Im Moment heißt es abwarten, Tee trinken. Ein kleines bisschen. Ja, der Trupp kann mal in die Mitte. So. Ja, hier geht eigentlich primär die Party. Na, gucken wir mal. Gucken wir mal, gucken wir mal. Ah, du kannst mal hier rausgucken. Nimm mal ein. Will nicht. Na gut. Wunderbar. Das ist gut. Oh, ich würde sagen, das gleiche machen wir hier auch mal. Sofern er uns da reinlässt. Wobei, wir können auch genauso gut das kleine Gebäude nehmen. Das macht keinen Unterschied. Hier müssen wir nochmal aufpassen.
Dann sollten wir auch noch mal bald gucken, was wir die T-Stufe nehmen. So, einmal raus da. Zack ich. Ah, lass mich das mal eben machen. Let me take this. Ist egal. Komm schon. So. Ah, so ein bisschen verarschen kann er ihn. Ah, was ist denn jetzt los? Der nächste, der einfach rausgeht. Oh Mann. Das sind aber auch ein paar Nasen hier. Das sind ein paar Nasen. Der nächste, der raus ist. Oh Mann. Oh Mann. Was soll man dazu sagen? Hm? Da kann man nicht allzu viel zu sagen. Nicht so wirklich. Hm. Sind jetzt zwei raus, oder was? Tatsache. Tja, so viel dazu. Wird wohl doch ein zweites Spiel geben. Oh ja. Holen wir uns mal eben Brandmoon. Dass der Typ mal schneller drauf geht. So, und ihr geht mal eben schnell hier hin. Ja, wobei. Das schafft ihr schon. Oder auch nicht. Alter. Zerschießen den. Gib es ja wohl nicht. Ha, Glück gehabt. Phew. So. Okay, wenn hier nichts ist, können die das mal soweit machen. Regulier dich mal in die Richtung. So. Noch mal ein bisschen Mun holen. Ja. Ich denke, das wäre gar nicht so dumm. Tja, und da ist der letzte raus. Was für ein Scheiß. Ja. Das ist halt im Moment echt so das Feld von Call of Duty. Call of Duty, sag ich schon. Oh mein Gott. Nein, nicht Call of Duty, Company of Heroes. Also entweder man kriegt echt so ganz Hardcore-Games oder irgendwie nur so ein Scheiß zustande hier. Echt ein bisschen mau. Hm. Naja. Naja. Aber so kann es halt gehen, wenn man in Anführungsstrichen ein bisschen zusammenspielt, ne? Muss man ja einfach mal sagen. Da kann man mit so ein paar Truppen dann auch schon ein bisschen was reißen. Tja. Was soll man sagen? Was soll man sagen? Da bleibt nicht viel zu sagen. Die haben die ganz gut unter Kontrolle gehabt. Nun gut. Dann sind wir jetzt auch schon wieder am Ende angekommen. Oh Mann. Ja. Hm. Dann tut's mir jetzt leid, auch wenn das jetzt nur zwei super kurze Spiele waren. Aber, ja, keine Ahnung. Ich kann ja jetzt hier nicht 500 Spiele machen, bis dann mal irgendwie ein vernünftiges bei rumkommt. Das haut auch nicht so ganz hin. Sonst komme ich da einfach nicht hinterher mit den Videos. Ich denke aber, ja, da das hier einfach so in Anführungsstrichen rumgerankt ist, ist das okay. Kann man dann auch mit leben. Ja, und dann bleiben ja sonst so noch die Streams, dass man da halt mal ein bisschen mehr sehen kann. Nun gut, ich hoffe trotzdem, ihr habt soweit Spaß gehabt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Spiel.